205 Meilen pro Stunde. Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses heiße Geschoss bekommt, und zwar direkt nach dem Prolog. Das Ganze kostet euch, wenn ihr es vom Fixer kauft, 150.000 Eddies. Den hier kriegt ihr für 0. For free. Und ich zeige euch wie. Aber bevor ich das mache, lasst mir einen Daumen da und ein Abo, das würde mich echt freuen. Auf geht's! Also Leute, um das Fahrzeug holen zu können, müsst ihr den Prolog abgeschlossen haben. Das heißt, die ganze Geschichte mit Dexter und so weiter. Prinzip Arc 2. Dann empfiehlt euch Johnny ja zuerst zu Rook zu gehen. Ihr bekommt da mehrere Missionen. Ihr nehmt die von Rook und lernt bei Rook dann Panam kennen. Mit Panam macht ihr die ersten Missionen und schließt dort Ghost Town ab, sowie die Racheaktion danach, wo sie Nash ausräuchern will mit seiner Bande, in einer Höhle. In dieser Höhle ist das Fahrzeug später. Dann müsst ihr 3 Ingame-Tage warten. Das könnt ihr einfach über das Menü machen. Ihr geht hier ins Menü, auf Warten, drückt hier 3 Tage. Und dann fahrt ihr zu diesem Container hier. Also nochmal zur Wiederholung. Ihr kommt von hier aus Night City. Hier ist das Sunset Hotel. Fahrt ihr die Straße hoch, wieder rein in den Tunnel. Ja. Bis ungefähr auf die Höhe. Ihr seht es dann. Es ist ein beleuchteter Container. Und dann seht ihr dort dieses wunderschöne Geschoss. Fahren wir das Baby mal heim hier. Fahrzeug gekauft. Das war's schon. Jetzt habt ihr dieses mega geile Geschoss hier. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Das würde mich sehr freuen. Viel Spaß beim Cruisen durch Night City mit eurem neuen Flitzer. Und wie immer, happy gaming. Yeah.